Okay, wir essen was. Sehr gut. Bombs. Okay, wunderbar. Dann gießen wir mal eine Runde. Gießkanne. Wie viel Geld haben wir eigentlich von am 13. Frühling? 200, okay, das ist nicht so wahnsinnig viel. Vor allem dafür, dass es mittlerweile, es geht schon so langsam auf den 23. zu. Und am 23. brauchen wir halt unsere 2.000 bis 3.000 Goldmünzen. Das darf man nicht vergessen. Aber heute kriegen wir einiges an Geld. Okay, kein Wasser mehr. Wobei, was wir eigentlich auch nochmal mitmachen können, das ist, wir nehmen nochmal die Saat von den Steckrüben, die wir noch gekauft haben. So. Die Gießkanne würde ich gerne behalten. Und sehen diese auch nochmal aus. Die brauchen ja nicht lange, bis sie reif sind. Die kommen dann wieder hier oben in das Feld rein. Lups. So. Aber nee, es waren 20, oder? Es müssten 20 gewesen sein. 20 Felder, die wir bewässern können. Ja, dort oben sehen wir noch einen Brunnen. Der Brunnen, der bringt uns aber nicht ganz so viel. Ist einfach nur da. Wir können da nicht irgendwie Wasser rausholen oder so. Zumindest habe ich noch nicht herausgefunden, wie es funktionieren soll. Ja, ist ja gut. Stell dich nicht so an. Du gießt doch nur mit einer Gießkanne. Es kann nicht so anstrengend sein. So, alles gegossen. Wunderbar. Bauen wir unseren Zaun nochmal wieder zu Ende auf. Flup. Für deine Ware gebe ich dir 1100. Das ist doch meine Ansage. Immer her damit. Ich würde trotzdem eben noch schnell gerne meinen Zaun zu Ende bauen. Ach, wir haben so viel zu tun und so wenig Zeit. Verdammt. Der halbe Frühling ist schon vorbei. Ja, egal. Komm, das eine Stück holen wir uns noch eben. So, ein Stück Holz. Danke. Sehr schön. Gut. Alles erledigt? Alles erledigt. Wir können schlafen gehen. Wie sieht's morgen aus? Sonne! Geil, okay, es wird sonnig. Vor dem Schlafen ins Tagebuch schreiben, das wäre eine tolle, tolle Sache, ja. Es ist Sonntag, oder? Es ist Sonntag und wir haben 1300 Goldmünzen, 14. Frühling. Okay, mal abgesehen davon, dass wir gießen müssen, könnten wir es vielleicht schaffen, einmal in die Berge zu gehen und wieder was zu verkaufen. Gießkanne? Ja, da. So. Wir können eine Steckrübe dort verkaufen, wobei Steckrüben, die bringen nicht viel. Ich glaube, die bringen 60. Und dann habe ich wieder kein Wasser mehr. Ah. So. Wunderbar. Aber ja, ich würde sagen, wir können in der Tat was verkaufen auf dem Wochenmarkt. Ich nenne es einfach mal Wochenmarkt. Ich meine, das ist nur ein Händler, der nichts anbietet, aber es ist halt, es ist eine Art von Wochenmarkt. Vorher müssen wir aber eben noch unser Gemüse gießen. Und dann könnten wir noch ein bisschen aufräumen hier, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben. Ah, schon wieder leer. Ich hasse diese Gießkanne. Ich meine, die Gießkanne ist wahrscheinlich noch eine der neuesten Gegenstände, Utensilien, die wir hier haben, aber trotzdem. Es dauert so lange, damit irgendwas zu machen. Er ist schon wieder erschöpft vom Gießen, das kann nicht wahr sein. Mann, Mick, stell dich nicht so an. Das kommt in die Sammelbox rein, wir gehen in die Berge und holen da mal Weintrauben weg. So, schnell, 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 schnell. Ja komm, ist dein Croissant doch beim Laufen? Was machst du denn da? Musst du dafür extra stehen bleiben? Wir haben keine Zeit.
Aber dann würde ich sagen, zum einen nicht essen. Die verkaufen wir auf dem Markt und danach schnappe ich mir noch einmal Blumen und breche wieder bei Maria ein. Wobei, nee, heute Sonntag dürfte eine Kirche sein. Was soll's. Hi, Typi. Mit der komischen Punkerfrisur. Hier, Weintrauben. Danke. Okay, schnell, holen wir uns eine Blume. Denn diese Blumen, die 300 kosten, die man für 300 kaufen kann, die kann man auch ganz einfach hier im Wald sammeln. Die sind nämlich hier vorne, da wo der See ist. Danke. Naja, See ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Sagen wir, da wo der Teich ist. Plop. Ja, das meine ich, der Typ hier ist schon weg. Aber wir können auch in die Kirche gehen und dort ist Maria hoffentlich noch. Hallo? Was? Verdammt! Die Kirche ist dicht! Ja, die Kirche ist dicht! Okay, dann breche ich wieder an ein Schlafzimmer ein. Scheiße, das Haus ist auch dicht. Ich, Ach, verdammt! Okay, wir sind zu spät. Naja, passiert. Ach so, wenn wir schon mal hier sind und es ist dunkel, es ist Sonntag. Ich glaube, heute hat die Kneipe zu. Sonst hätte ich mal die Kneipe zeigen können. Die hat doch am Anfang gesagt, dass die Kneipe zu hat. Nö, da brennt Licht drinne. Was? Wir öffnen? Da ist Licht an! Hä? Ist das hier eine geschlossene Veranstaltung oder was? Hallo, ich bin der Bauer von nebenan. Der von der total runtergekommenen Farm. Lass mich rein. Ich will auch was trinken. Ihr. Hey, seid auch so ein Scheißvolk. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, sie lassen uns nicht in die Kneipe rein. Einfach nur, weil wir schwarz sind. Sie lassen uns nicht in die Kneipe, weil wir schwarz sind. Okay, wir sind nicht schwarz, aber wir kommen von der Farm da drüben. Und das hat anscheinend den gleichen Effekt. Wir werden ausgegrenzt. Das werde ich Amnesty International melden. Was ist das eigentlich? Es sieht irgendwie aus wie ein Huhn. Was kann das bloß sein? Wahrscheinlich ist es ein Huhn. Ich meine... gehen wir weiter. Wobei dieses Huhn, das kann uns noch so ein bisschen von Vorteil sein. Warum das... Ach, scheiß drauf, das testen wir direkt mal aus. Ja, ich weiß, ich wollte nicht mehr arbeiten, wenn der Tag schon rum ist, aber ich glaube, diese Aktion, die muss man nachts machen. Nehmen wir uns den Hammer. Denn wenn man sie tagsüber macht, funktioniert sie nicht. Ich glaube, so war das. Wir nehmen uns jetzt den Hammer. Gehen damit in Richtung Stadt. Nein, ich will nicht in der Stadt irgendwie Amok laufen oder so. Sondern schlagen damit das Huhn kaputt. Bams! Okay, das war jetzt unnötiger Vandalismus. Eigentlich dachte ich, dass... Okay, das hat nicht so ganz geklappt. Versuchen wir es ein andermal. Gehen wir erstmal pennen. Boah, unser Grundstück sieht auch furchtbar aus, der Teil hinterm Haus. Wird's morgen regnen? Nein, wird es nicht. So. Gehen wir erstmal pennen. Ah, ich weiß, dass mein Zaun kaputt ist. Das musst du mir nicht immer noch sagen, Luna. Achso. Eine Sache, die ich vielleicht noch gar nicht erwähnt habe. Dieses Spiel geht 2,5 Jahre. Ich meine, ja, das habe ich bereits erwähnt, aber... Luna, was machst du da oben? Whatever. Dieses Spiel geht 2,5 Jahre. Und zwar, jetzt haben wir Montag, den 15. Frühling. Und zwar hat der Frühling 30 Tage. Genauso wie der Sommer, wie der Herbst und wie der Winter. Und 2,5 Jahre sind also... Ja, zweimal komplett die Jahreszeiten und dann noch Frühling und Sommer. Dann ist das Spiel vorbei. Wir stehen also noch ganz am Anfang. Wir sind noch in der ersten Jahreszeit von 10. Es gibt hier 10 Jahreszeiten. Unsere Kartoffeln sind reif. Das ist auch nicht schlecht. Aber eine Sache,
Wenn ich gleich beim Gießen fertig bin, möchte ich dann doch nochmal austesten. Die können wir eben einmal abernten. So, zup. Kartoffeln, Kartoffeln für alle, Kartoffeln. Eine Kartoffel ist so groß wie mein ganzer verdammter Kopf. Meine Fresse, sind das riesige Kartoffeln? Die müssen ein Vermögen wert sein. Okay, für eine kriegt man 80 Goldmünzen. Das ist schon irgendwo krass, aber guck sich alle die Kartoffeln an. Da kannst du für die ganze Familie kochen, wenn du eine so eine Kartoffel hast. Aber wie gesagt, eine Sache wollte ich noch testen. Und zwar nehmen wir uns den Hammer, gehen nochmal in Richtung Stadt. Bums! Ja, da ist sie, genau das. Haha. Ich habe eine Beere des Kraftbaums gefunden. Und sie gegessen. Das wäre unsere dritte Beere. Ja. Keine Ahnung, wie man darauf kommen soll, dass man diese Statue zerschlagen kann. Aber es sind halt so Sachen. Finde ich ein bisschen schade. Man wird darauf nicht hingewiesen, aber man muss es halt einfach wissen oder halt auch nicht wissen. Unser Gras ist reif. Ja, unser Gras ist doch, ja, es ist reif. Nehmen wir unsere Sense und sensen es weg. Man erkennt es daran, dass es so richtig schön dunkelgrün ist. Boah. Boah. Und Gras hat die tolle Angewohnheit, es wächst nach, von alleine. Man muss es nicht gießen und es wächst von alleine nach. Man muss es dazu nur einmal kaufen. Das ist eine schöne Sache. Gut, so viel dazu. Was könnte ich jetzt noch erledigen? Ich könnte mal diesen ganzen unteren Bereich hier freimachen. Oder auch die andere Seite der Farm. Die Steine, die können ja erstmal hier liegen bleiben, aber zumindest, dass man sich hier so ein bisschen besser bewegen kann. Noch ein bisschen besser an die Quelle rankommen. Und hier nicht mehr ganz so abgefuckt aussieht. Damit ich nicht mehr aus der Kneipe ausgeschlossen werde. Weil ich auf der komischen Farm hier lebe und arbeite. Hier oben ist auch noch. Ach, du ahnst, hier gibt auch eine ganze Menge Scheiß. Meine Güte. Alles weg, alles weg, alles weg. Mittlerweile 3 Blumen im Garten. Nicht hier. Ah, da haben wir gar nicht mehr. Ja, man kann es auch wegsensen. Das bringt uns im Grunde gar nichts, außer dass es uns Energie kostet, aber es ist halt möglich. Nur wegwerfen kostet irgendwie keine Energie. Muss man nicht verstehen, ist aber so. Aber endlich wird unser Grundstück ein bisschen freier, ein bisschen schöner. Wir können gleich mal gucken, wie viel Holz wir noch haben. Gib dir für deine Ware 640, hinterlege dir morgen die Summe. Das ist nett von dir. Denn dann könnte man auch langsam den Zaun in diese Richtung ein bisschen erweitern. Hund, was machst du da? Hund, was machst du da? Ich glaube, der Hund, der hat sich selber festgesetzt. Ich glaube, er kommt da nicht mehr raus. Oder er hat sich hier so eine Art Hundehütte gebaut. Besteht aus einem alten Zaun und Unkraut. Ach, Hundi, du weißt schon, was du tust. So, ja. Wir können uns nochmal eben auf dieses Schild hier mal gucken. Das ist nämlich Futter. Wir haben 9 Stück. Mähe Gras, um ausreichend Futter zu haben. Jedes Mal, wenn wir ein Stück Gras abmähen, kommt das in dieses Silo hier rein. Das ist unser Futtersilo. Und das ist unser Grundstück, was echt übel zerschranzt aussieht. Hier liegt ja alles. Wie viel Holz haben wir? 10. Das macht die Sache nicht unbedingt besser, würde ich mal sagen. Ja, da brauchst du nicht zu gucken. Okay. Das wäre das gewesen. Gucken wir uns an, was für ein Wetter es morgen gibt. Und dementsprechend holen wir den Hund rein oder lassen es sein. Morgen wird ein sonniger Tag. Schön. Okay. Ja, vom Schlafen ins Tagebuch schreiben, das kann eine tolle Sache sein. Ja, ich weiß, dass mein Zaun kaputt ist. Ich weiß es. Ich werde ihn reparieren, aber ich habe kein Holz. Verdammt nochmal. Hier wächst du schon ab. Warum wächst hier Unkraut, verdammt? Das Unkraut da oben kann bleiben. Das will ich gar nicht. Immer neues Unkraut. Eigentlich wächst hier nur bei Regenunkraut. Was soll das? Oh, ich brauche wieder Wasser. Ihr könnt ja auch einen Durchgang machen. Fällt mir gerade ein, aber dann wäre der Zaun wieder undicht. Wobei der Zaun ist sowieso undicht. Demnach gießen wir ein bisschen, sehen gleich nochmal was ein und versuchen auf unsere Geldsumme zu kommen von 3000. Wir haben jetzt
2200, das ist schon der 16. Heilige Scheiße, das wird knapp. Das wird knapp. Das ist nicht cool. Ja. Und die Kartoffeln noch. Aber ein paar Sachen müssen noch reif werden bis dahin. Sonst haben wir noch ein bisschen die Möglichkeit, an Geld zu kommen. Ansonsten, wir können gleich einfach nochmal versuchen, einen Fisch zu angeln. Ein Fisch ist sogar 300 wert, also so zwei Weintrauben. Das einzige Problem bei der Sache, ja, man weiß nicht, ob man einen fängt. Und vor allem, ja, man weiß nicht, wie lange es dauert. Um 4 Uhr müssen die ganzen Sachen in der Sammelbox sein. Angeltypi, ich hätte gerne noch einmal deine Angel. Möchtest du eine Runde angeln? Ja. Ich leihe dir meine Angelroute. Drück den Y-Knopf. Ja. Und zwar, zum Glück, er leiht uns umsonst seine Angel. Das ist sehr nett von ihm, auch wenn er so ein bisschen komisch reinblickt. Ey, sofort einen Fisch erwischt. Boah, bin ich gut. Nein, nicht essen. Vor allem, Alter, essen. Was zur Hölle? Ich meine, du angelst einen Fisch aus dem Teich, der auch so groß ist wie dein Kopf. So ein riesig, so ein riesengroßes Viech. Ein Barsch oder keine Ahnung was. Und dann, ja, willst du ihn roh fressen? Ja, natürlich fress ich ihn roh. Warum auch nicht? Was zur Hölle, Alter? Ich meine, ich glaube schon, dass wir Asiaten sind. Allein deswegen, weil wir halt diese Reisbällchen uns am Morgen und am Nachmittag reinziehen. Aber trotzdem, du musst keinen Fisch roh fressen. Das ist unnormal. Das ist eklig, okay? Vielleicht schaffen wir es noch, dieses Mal, uns eine Blume zu holen. Eine Blume aus der Wildnis. Für Maria, unsere Freundin, die noch gar nichts davon weiß, dass sie unsere Freundin ist. Aber wir haben eine imaginäre Beziehung mit ihr, von der nur wir was wissen. Und deswegen brechen wir auch gelegentlich einfach mal bei ihrem Schlafzimmer ein, um Hallo zu sagen. Maria, wo bist du? Bist du hier? Ja, geh du mir aus dem Weg, rothaariges Mädchen. Hier, Maria! Hi! Wow, vielen Dank! Boah, das riecht aber gut! Ja, habe ich persönlich gepflückt aus dem Wald! Was sagst du mir? Ist es dir ein herrlicher Tag? Ja, sicher doch. Es ist ein herrlicher Tag. Du bist hier! Es ist dann immer ein herrlicher Tag, wenn du in der Nähe bist. Ich kann doch mit dem Flirt noch nicht so ganz raus. Ich gehe mal wieder. Auf Wiedersehen. Heute ist Dienstag. Demnach müssen sie mich theoretisch in die Kneipe lassen, oder? Hat die Kneipe offen? Sieht so aus. Lass mich rein, lass mich rein. Ich kann rein. Hi. Hier sind ziemlich zwielichtige Leute in der Kneipe. Der Typ da, der Abholer, der echt wie so ein Pirat aussieht. Guten Abend, Eva ist meine absolute Traumfrau. Eva, genau. Ich glaube, ich habe noch gar nicht erwähnt, wen wir alles potenziell heiraten können. Und zwar ist es zum einen Maria. Zum anderen ist es Eva, das ist die Tuse hier. Also Maria ist die Tochter des Bürgermeisters, die meiste Zeit ihres Lebens in der Kirche rumhängt. Dann haben wir Eva, das ist die hier. Du lebst auf dieser Spukfarm. Na dann, viel Spaß. Ganz nebenbei, mein Name ist Eva. Nimm dieses kleine Präsent. Ja, sie hat uns irgendein sehr merkwürdiges Gesöff gegeben. Vielen Dank dafür. Ja, Eva. Ich glaube, du bist echt meine least favorite woman. Wenn es darum geht hier irgendwie eine Frau zu finden. Okay. Eva haben wir bei Maria, dann haben wir Nina, das ist diese rosahaarige da oben. Da bei der Floristin. Dann haben wir noch Anne, das ist die Tochter von dem Typi hier. Die so ein bisschen rabaukenmäßig drauf ist mit den orangenen Haaren. Und wir haben Ellen. Ellen, das war die, die uns den Hund gegeben hat. Ja, so viel dazu. Typi. Eva verlor früher... Wow, okay, das hat gerade meine Stimme völlig gerissen. Nochmal. Eva verlor früh ihre Eltern. Sie wurde von ihrem Großvater, einem Jäger, aufgezogen. Er lebt in den Bergen und lässt sich nur selten im Dorf blicken. Okay. Ja. Wer bist du? Du bist auch so ein Pirat. Sie ist halt irgendwie Brüder, oder? Falls du Waren während der Nacht in die Sammelbox legst, sind sie morgens nicht mehr frisch. Reine Verschwendung. Ja, ist echt so. Und du? Nein, soll nicht da. Alles klar, Kollege, alles klar. Krieg ich ein Bier? Willkommen, fühle dich wie zu Hause. Danke, dass du mich nicht mal anguckst, wenn du mit mir sprichst. Sehr nett von dir.
Und diese Tagebücher, die hier eigentlich in jedem Haus sind, wo eine von diesen Tusen wohnt, lebt, die sagen uns, wie krass die Tuse auf uns steht. Zum Beispiel Eva hat für uns ein Herz. Ein Herz bedeutet, sie ist uns neutral gesonnen. Also ist nicht so, dass sie uns nicht mag, aber sie findet uns auch nicht allzu toll, kann man so sagen.